Es ist der schwerste Raketenschlag seit geraumer Zeit. Nach einem großflächigen russischen Angriff auf mehrere Ziele in der gesamten Ukraine suchen die Rettungskräfte in den Trümmern eines Wohnhauses der Stadt Dnipro weiter nach Vermissten und bemühen sich darum, festsitzende Menschen zu bergen. Bei dem Raketeneinschlag in dem Wohnturm sind mindestens 30 Menschen getötet worden. Daneben wurden auch mehrere Ziele der ukrainischen Infrastruktur getroffen. Währenddessen hält der erbitterte Grabenkrieg im Osten der Ukraine um die Städte Bachmut und Soledar weiter an. Dort versucht die ukrainische Armee, den Vormarsch der russischen Truppen zu stoppen. Und bei mir im Studio jetzt unser Militärexperte Guido Schmidtke. Guido, wir reden schon fast seit 2 Wochen um diese Region Soledar, Bachmut. Es gibt widersprüchliche Berichte. Wie ist deine Information? Wie ist der aktuelle Stand dort? Ja, inzwischen hat das ukrainische Militär bestätigt, dass Soledar, also die Stadt, gefallen ist, dass man aber dabei ist, westlich von Soledar einen Verteidigungsriegel aufzubauen. Wir können uns die Situation mal angucken und werfen vielleicht zuerst mal einen Blick auf den Raketenangriff auf Dnipro. Dort sollen inzwischen nach aktuellen Informationen sogar 40 Menschen bereits tot geborgen worden sein aus den Trümmern. Es gab in der vergangenen Nacht auch Angriffe auf die große Stadt Saporischschja. Und diese Angriffe sind mit unterschiedlichen Raketen und Marschflugkörpern durchgeführt worden, sogar mit Boden-Luft-Raketen, die auch für die Flugabwehr eingesetzt werden, was so darauf deuten lassen könnte, dass die Russen nicht mehr bei den einzelnen Systemen über ausreichend Stückzahlen verfügen. Dann vielleicht auch ganz interessant, ein amerikanischer Think Tank geht davon aus, dass die Russen in den kommenden 6 Monaten nochmal eine große Offensive im Bereich Donetsk und Luhansk starten werden. Und da ist es natürlich für die ukrainischen Truppen ganz wichtig, dass man über schweres Gerät verfügt, um diesen Angriff, diese Offensive möglicherweise abwehren zu können. Und dann gucken wir noch mal auf die Grenzregion Westukraine und Belarus. Dort haben heute Luftmanöver gestartet oder sind begonnen worden von den beiden Staaten Belarus und Russland. Und natürlich sagen die Ukrainer, wir haben Angst, dass dort eine neue Front aufgemacht wird. Natürlich nicht nur, weil sie sehen, was da passiert, sondern auch, um die westlichen Partner darauf hinzuweisen, wie wichtig Material ist, um in den nächsten Monaten dem russischen Ansturm etwas entgegensetzen zu können. Und da kommen wir mal gleich zu der britischen Regierung, die dort in gewisser Weise eine Offensive gestartet hat. Der britische Premierminister Sunak hat gesagt, ich möchte noch mehr Waffen liefern und die Ukraine noch mehr unterstützen, als das im vergangenen Jahr der Fall war. Und da hat man jetzt sich entschlossen, dass man 30 Panzerhaubitzen liefert, Panzerhaubitzen vom Typ AS-90, ein ähnliches System wie die Panzerhaubitze 2000 aus Deutschland. Wir sehen hier Bilder von dieser britischen Panzerhaubitze, hat ähnliche Fähigkeiten, ausgestattet mit einem Feuerleitrechner und auch mit einem GPS-System und kann bis auf 25 Kilometer punktgenau Artilleriefeuer geben für die eigenen Truppen, in dem Fall natürlich für die Ukrainer. Das würde die Artilleriefähigkeiten der Ukrainer ganz erheblich verbessern. Wir sehen hier 5 Soldaten als Crew, 45 Tonnen schwer. Kaliber 155, das ist das Standardkaliber der NATO und hat eine Reichweite von 25 Kilometern und eine Kadenz, also eine Feuerrate von 6 Schuss die Minute. Dieses System würde also den Ukrainern vor allem im Bereich Artillerie, also weitreichende Feuerunterstützung, enorm helfen, um einen Angriff der Russen abzuwehren, beziehungsweise auch dann im Frühjahr in die Offensive zu gehen. Und die Briten haben auch angekündigt, dass sie 14 Challenger 2 Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Das soll jetzt in den nächsten Wochen passieren. Das ist ein Kampfpanzer, der bisher in den kriegerischen Auseinandersetzungen der Briten noch nie geknackt worden ist, also noch nie zerstört worden ist, verfügt über eine Kompositpanzerung, die sehr guten Schutz bietet. Darüber hinaus über eine gezogene Kanone, die durch Rillen, die sich innerhalb dieses Kanonenrohrs befinden, das Geschoss in einen Drall versetzen und so das Geschoss stabilisieren. Der Kampfpanzer, 63 Tonnen schwer, ist vergleichbar mit dem deutschen Leopard. Und würde der Ukraine vor allem in einem Bereich gegenüber den russischen Panzern einen Vorteil wahrscheinlich verleihen, denn
Dieser Challenger verfügt über Wärmebildgeräte und ist damit voll nachtkampftauglich. Und die meisten russischen Panzer verfügen über solche Nachtkampftauglichkeit eben nicht. Und dann sehen wir uns nochmal den Leopard 2 an. Denn natürlich wird durch diese Waffenlieferungen der Briten der Druck auf Deutschland extrem erhöht, sich nicht mehr davor zu sträuben, auch den deutschen Kampfpanzer Leopard 2 an die Ukraine zu liefern. Wir sehen hier ein paar Daten vom neuesten Leoparden. 67 Tonnen schwer, ausgestattet mit einer Waffenstabilisierung, mit einem Feuerleitrechner und einem Laserentfernungsmesser, der dafür sorgt, dass die Ersttrefferwahrscheinlichkeit extrem hoch ist. Also dieses System gemeinsam mit dem Challengern in ausreichender Stückzahl würde der Ukraine eine enorme Schlagkraft verleihen. Noch sträubt sich ja aber die Bundesregierung bzw. Bundeskanzler Scholz. Ich denke aber, dass der Druck bis zum Freitag, wenn das nächste Treffen in Ramstein ist, so stark sein wird, dass man vermutlich dann den Leo freigeben wird. Dankeschön, Guido, für den Überblick. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.